Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass die Fraktion Die Linke kurz vor Ende der Legislaturperiode noch einen Antrag einbringt zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Ost und West. Und man hat den Eindruck, das soll jetzt noch mal, weil die Linken ja eher im Sinkflug sind bei den Umfragen, noch dringend ein Wahlkampfthema gesucht werden. Ich muss auch sagen, damit liegt sie völlig daneben. Wir sollten in der Tat das machen, was vorhin schon von Ihnen in der Debatte gesagt worden ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Frage ist nicht, haben wir strukturschwache Gebiete im Osten und im Westen, sondern es ist richtig, wir haben in Deutschland Gegenden im Osten wie im Westen, die strukturschwach sind und wo wir deswegen die Verpflichtung haben, etwas dafür zu tun, dass diese Regionen sich in der Zukunft besser entwickeln können, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und politische Reden, die diesen Gegensatz Ost-West weiterpflegen, sind schlichtweg nach 27 Jahren deutscher Einheit daneben. Uns muss es darum gehen, dass sich insgesamt in Deutschland alle Mitbürgerinnen und Mitbürger darauf verlassen können, dass wir als Politik das Notwendige tun, dass sich alle Regionen Deutschlands gesund und wohlhabend entwickeln können. Und ich denke, dass gerade diese Bundesregierung mit ihrem Programm für strukturschwache Kommunen gezeigt hat, dass wir das auch ernst nehmen. Mit dem Fonds, den wir da geschaffen haben, fördern wir strukturschwache Kommunen bei Investitionen in Ost und West. Und genau das ist das Richtige, wenn man gesamtdeutsche Politik betreiben will und nicht Spalterpolitik à la Fraktion Die Linke. Und es gilt auch für das Rententhema. Meine sehr geehrten Damen und Herren, manchmal habe ich den Eindruck, Die Linke wird am liebsten das DDR-Rentensystem wieder einführen. Ein hochkompliziertes System mit unterschiedlichsten Regelungen. Und mit der deutschen Einheit haben wir Folgendes gemacht. Wir haben dieses System beendet und alle Mitbürgerinnen und Mitbürger in den neuen Bundesländern in das gesamtdeutsche Rentensystem übernommen, was eben nicht mit hundertfachen Sonderregelungen belastet ist, sondern was vor allem dem einen Prinzip gilt, die Rente ist lohn- und beitragsbezogen. Und mit dieser Integration in das gesamtdeutsche Rentensystem haben sich über 96% der Rentnerinnen und Rentner im Osten besser gestellt wie im alten DDR-System. Sprich, es sind die Rentnerinnen und Rentner, die zuallererst die Gewinnerinnen und Gewinner der deutschen Einheit waren. Daran führt kein Weg vorbei, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und deswegen ist diese Art von Polemik, die seit der Linken vorgetragen wird, eine, die einfach vertuscht, was historische Wahrheit ist und was übrigens darauf fußt, dass in einer großartigen Solidarleistung die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch im Westen, die Unternehmen auch im Westen, mit ihren Beitragszahlungen die gesetzliche Rentenversicherung dafür gesorgt haben, dass wir die Rentner und Rentner in den neuen Bundesländern besser stellen konnten, als es im alten DDR-Recht der Fall war. Und in der Tat ist ja das Thema geschiedene Frauen ein Thema, wie ungerecht dieses System war. Bei uns im Westen ist seit vielen Jahrzehnten selbstverständlich, dass bei einer Scheidung ein Versorgungsausgleich stattfindet. Sprich, die erworbenen, bis zum Ende der Ehezeit erworbenen Ansprüche von Mann und Frau zusammengerechnet und geteilt werden. Und deswegen finde ich, müsste in einer solchen Debatte, die hier beantragt worden ist, auch von der Linken zuerst mal bekannt werden, dieses System im Osten Deutschlands, in der ehemaligen DDR, war ein ungerechtes System für die dort geschiedenen Frauen. Und genau diesen Mut hat die Linke nicht. Und es zeigt, wie zynisch sie mit dem Schicksal dieser Frauen umgeht. Nein, das, was ihr macht, ist zynisch. Nun ist der Anlass das Thema, dass die in einem Verein organisierten Frauen sich auch an die UN gewandt haben und die UN der deutschen Bundesregierung eine Aufgabe gestellt hat,
nämlich eine Lösung zu suchen. Federführend dafür ist das Bundesfamilienministerium. Und es ist schon bemerkenswert, dass auch der Verband dieser Frauen festgestellt hat, dass sich mit allem Hin und Her eine Lösung im Rentenrecht nicht finden lässt. Das ist zumindest schon mal ein großer Fortschritt gegenüber früheren Debatten, in denen ja jeweils immer eine rentenrechtliche Regelung, also eine Regelung zu Lasten der Beitragseinnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung gefordert worden ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich haben wir unterschiedliche Lohnniveaus in Deutschland. Aber wir haben nicht nur ein unterschiedliches Lohnniveau zwischen Ost und West, wir haben auch ein unterschiedliches Lohnniveau zwischen Nord und Süd. Ich komme aus Baden-Württemberg. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein verdienen im Durchschnitt rund 25% weniger als die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg. Sie sind aber im gleichen Rentensystem. Sie sind im gleichen Rentensystem. Und natürlich wünsche ich unserem neuen Ministerpräsidenten Schleswig-Holstein, Daniel Günther, der gestern gewählt worden ist, mit seiner Regierung den Erfolg, die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes so voranzubringen, dass dieser Abstand zu Baden-Württemberg aufgeholt wird. Aber Kollege Obermann, nicht dadurch, dass wir Baden-Württemberger zurücksinken. Ne? Wir streiten auch weiter voran, selbstverständlich. Und allein dieser Hinweis zeigt Ihnen doch, das Thema ist nicht, ob Ost wo weniger verdient wird, wie die Durchschnittslöhne sind, sondern wir haben in Deutschland, das ist einfach der Fakt, ein einheitliches Rentensystem für alle, aber wir haben in Regionen, in denen durchschnittlich mehr und in Regionen, in denen durchschnittlich mehr verdient wird. Und deswegen ist es auch richtig, dass nach 27 Jahren deutsche Einheit wir nun auch bei der Berechnung der Rente ein einheitliches System in Ost und West einführen und nicht bei der Berechnung von Rente Deutschland teilen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in dem Wolkennebel linker Reden geht unter, die Linke will das Gegenteil. Die Linke will die Teilung Deutschlands im Rentenrecht auf Jahrzehnte weiter beibehalten. Das ist die Konsequenz der linken Reden. So ist es. Das ist die Konsequenz. Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, gleiches Rentenrecht in Ost und West, in ganz Deutschland, muss bedeuten, dass mit jedem Euro, den ich an Beitrag einbezahle in die Rente, ich dort die gleichen Entgeltpunkte gutgeschrieben bekomme und dass am Schluss, wenn ich in Rente gehe, das, was ich auf meinem Rentenkonto zusammen habe, um den Betrag und den gleichen Betrag in Ost und West multipliziert wird. Genau das ist das Ziel der in 7 Schritten nun erfolgten Rentenangleichung Ost und West. Und deswegen halte ich fest, es ist diese Koalition, die in dieser Legislaturperiode das geschafft hat, über was jetzt auch jahrzehntelang diskutiert worden ist. Wir schaffen endlich die Renteneinheit in Ost und West. Und das ist wirklich auch ein Erfolg, den wir hinbekommen haben. Und es zeigt, Arbeit in Deutschland ist überall gleich wert, auch in der Rente. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Als Nächster spricht für die SPD-Fraktion der Kollege Bernhard Daltrup.